Schaut, meine Lieben, jeder von uns, wenn er auf die Welt kommt, hatte vielleicht 7 oder 8 Fehler, wo er immer dagegen kämpfen muss. Und er kann vielleicht von denen so viele gut dagegen wirken, dass Gott ihm einige schenkt, dass er sie nicht mehr hat. Aber 2 oder 3 müssen wir doch haben. Wie wollen wir denn heilig werden? Heilig werden wir im Kampfe. Also sprich vollkommen. Wir müssen kämpfen. Da werden wir heilig. Heilig ist nicht ein schönes Schlaraffending leben oder schön und so, sondern wir müssen dagegen ankämpfen. Dabei spielt es vielleicht nicht mal so eine Rolle, ob ich es schaffe oder nicht, wenn ich nur immer mich bemüht habe, sie zu tilgen. Viele kommen mir eben nicht, weil sie es geschafft haben, sondern weil sie sich immer daran bemüht haben. Erfolge, die gibt Gott. Wir aber haben Bemühen, immer wieder Bemühen drum. Das ist, was uns bleibt. Gibt sicher mal einen Sonnenstrahl dort und da. Ehrlich gesagt, ich möchte heilig sein. Warum? Um Gott eine Freude zu sein. Um hier etwas tun zu können. Umso vollkommen ich wäre, umso mehr kann Gott mir schenken. Wegen dem möchte ich. Ob ich in den Himmel komme oder nicht, das überlasse ich ihm. Ich habe ihm ja schon als Kind gesagt, gut, ich schaue für dich und du schaust für mich. Abgemacht. Ich kann sagen euch, wenn ich, was mir Gott zeigt, ich weiß nicht, wie viel er mir zeigt, aber ich weiß, ich könnte es nicht tragen, ich würde auf der Stelle tot umfallen, kann es nicht mehr tragen. Und doch kann ich lachen. Und doch bin ich glücklich. Warum? Weil ich Gott habe. Weil ich Gott liebe. Diese Liebe ist die Stärke.